Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen YouTube-Video. Und zwar geht es heute wieder um einen Rucksack, und zwar diesmal um einen Wanderrucksack. Genauer gesagt um einen Leichtwanderrucksack, und den habe ich bekommen von der Firma Osprey zum Testen. Das ist der neue Talon 36, den gibt es auch als 34 Liter, also etwas kleiner. Und dieser Talon 36 ist 61 cm hoch, 29 cm breit und bis zu 23 cm tief kann er werden. Ja, im Moment ist er noch ziemlich dünn und ich bin mal gespannt, also er ist sehr, sehr, sehr leicht, ich glaube, er wiegt nur 1,2 Kilo. Aber was ich wirklich gespannt bin, er hat so eine Air-Scrape-Platte drin. Das heißt, es ist wirklich eine Spritzgussplatte, die ist super fest und verwindungsstark. Ich bin mal gespannt, wie das mit der Belüftung ist, weil ihr kennt das ja auch bestimmt, ihr lauft, es wird warm, die Sonne scheint, hinten wird es einfach heiß und ja, der Rücken wird nass vom Schwitzen. Also da bin ich gespannt. Getestet wird er nächste Woche dann von mir. Da bin ich am Gardasee für 2 Wochen und es sind, glaube ich, immer über 30 Grad angesagt. Habe 2 kleinere Wanderungen vor und da werde ich ihn mitnehmen und ihn testen. Ja, was hat er sonst noch? Er ist halt ein Wanderrucksack und er hat nicht viel Schnickschnack. Braucht man auch nicht. Allerdings mein alter Wanderrucksack, das war so eine einfache Brücke hier und er hatte eigentlich noch nicht mal Außentaschen, dass ich eine Flasche dran machen kann. Und das hat er jetzt. Was ich persönlich jetzt wirklich nach 10 Jahren eigentlich super finde einfach. Und zwar hier mal meine Flasche. Ja, ich teste mal. Also die ist relativ lang. Und das hat mir schon gut gefallen, als ich das eben gesehen habe. Ich kann die hier reinmachen, die ist komplett weg. Das heißt, die fällt mir nicht raus beim Wandern. Ich kenne das nämlich wirklich bei vielen anderen auch. Da geht die Tasche nur bis hierhin. Eine lange Flasche, so eine 1,5 Liter PET-Flasche, die steht dann raus. Man probiert die dann immer hier so zu fixieren mit dem Band, dass man es hier stramm macht. Man bewegt sich, man klettert irgendwo hoch, schon rutscht das Band ab, Flasche raus und fällt runter. Und ja, ist jetzt nicht gerade so angenehm. Also das fand ich schon mal gut. Diese Tasche gibt es auf beiden Seiten. Und das heißt, ich kann also 2 Flaschen mitnehmen, locker so große, wer das möchte. Dann gibt es noch an jeder Seite von den Hüftgurten, und zwar eine kleine Tasche. Früher fand ich das irgendwie, ja, weiß nicht, wofür man das braucht, komisch. Mittlerweile, sage ich, kann man eigentlich ganz gut gebrauchen, weil hier kann man so ein Portemonnaie reinstecken oder was man auch immer so mit hat. Taschenmesser, Kleinigkeiten. Bei mir werden wahrscheinlich die Taschentücher Platz finden, weil das finde ich immer ganz praktisch. Also das finde ich nicht schlecht, diese kleinen Taschen, gibt es auf jeder Seite. Und ja, hier vorne gibt es noch ein kleines Fach, könnte man vielleicht einen Fahrradhelm oder einen Helm reinmachen, ist auch Stretch, ich kann das hier bewegen. Finde ich also auch nicht schlecht, bei mir wird eher der GPS-Tracker Platz drin finden und andere Kleinigkeiten, die man mal immer schnell ran muss. Ja, ansonsten, achso, gibt es noch eins, wer mit Stöcken läuft, gibt ein Schnellsystem, das heißt, ich kann hier meine Stöcke dran festmachen. Ja, und kann die hier einhängen. Die sind dann hier unten drunter. Und hier unten stecke ich die rein. Das heißt, ich kann die Stöcke beim Wandern abmachen und wieder dran machen. Das heißt, ihr müsst nicht über den Rucksack abmachen. Finde ich auch ganz praktisch, weil ich hatte mal einen in Patagonien. Den habe ich mir dort gemietet oder geliehen. Da musste ich immer den ganzen Rucksack abmachen. Fand ich echt umständlich. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Lauf allerdings sehr, sehr mit Stöcken. So. Wir haben ein Hauptfach. Es gibt nur ein Hauptfach, das ist ein Toplader. Das heißt, ich habe hier einen super dicken Reißverschluss, der jetzt auch sehr leichtgängig ist, und habe ein großes Fach. Es geht wirklich viel, viel, viel auf. Das heißt, hier, ihr seht, einmal da. Ich habe jetzt noch meine dicke Fließjacke einfach schnell aus dem Schrank geschnappt. Stopp die da mal rein. Plus nochmal meine Regenjacke. Wenn ich die jetzt komplett runterdrücke, habe ich immer noch, nein, wenn man es hoffentlich sieht man es, immer noch die Hälfte Platz. Das heißt, ich kann da noch meine DSLR-Kamera rein und Essen und ja, Flaschen habe ich hier. Also passt super viel rein. Dann könnte man sogar noch 2, 3 T-Shirts. Das würde bestimmt auch gehen für eine kleine Hüttentourwanderung über 2, 3 Tage. Kriege ich hier auch alles rein. Hätte ich kein Problem mit. Ja, kann ich mal hier so zack hochtun, macht den zu. Achso, was noch reingeht, ist
eine Trinkblase kann man reinmachen. Ist keine drin, aber kann man optional dazu holen und ja, kann die reinmachen, wer das möchte. Ja, dann setze ich den gerade mal auf. Und zwar habe ich mich noch was gesehen, das kannte ich bis jetzt nicht oder habe es noch nicht benutzt oder gesehen, habe es schon mal woanders auch. Allerdings muss ich sagen, das ist nämlich das hier, dieses kleine Ding. Ja. Da kann man ein Handy reinstecken. Also das ist jetzt das iPhone XR, altes Ding. Und wie ihr seht, es ist ziemlich eng und ziemlich klein. Also ich würde so nicht rumlaufen, weil ich finde das unpraktisch. Es würde mich auch stören. Sieht wahrscheinlich auch total gestört aus. Deswegen kommt sie da raus. Ja, wer irgend sowas reinmacht, vielleicht kann man einen kleinen Trecker auch reinmachen, aber den kann ich auch von hinten reinmachen. Und oder an die Seite oder so. Also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, aber okay. Falls jemand braucht, ist ja auch gut. Was noch eine schöne Sache ist bei diesem ganzen Rucksack, ist aus wiederverwertetem Nylon, das heißt, er ist aus recyceltem Material. Finde das sehr gut, dass das auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit geachtet wird, denn warum immer neues Plastik machen, wenn man es aus dem alten machen kann. Es gibt ihn in drei Farben, das ist diese graue Farbe, also grau, dann gibt es ihn noch in schwarz und in rot. Rot würde natürlich auch gut passen. Ja. Das ist alles. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt nächste Woche schlägt beim Wandern. Warm wird's und das war jetzt der erste Teil. Ich hoffe, euch hat es so weit gefallen, dass ihr noch ein bisschen dran bleibt jetzt. Und dann noch den zweiten Teil und den dritten Teil, dass ihr euch dann mein Fazit geben, euch anschaut. Also, bleibt dran und wir sehen uns. Betrieb. Ich war 2 Wochen am Gardasee wandern und habe Sightseeing gemacht. Hier sieht man noch so ein kleines Heftchen, Tracking. Okay, Tracking direkt habe ich nicht gemacht, aber hier auf diesem Aussichtspunkt war ich dann Punta La Rica. Super krasse Aussicht hat man da auf den Gardasee. Ja, was soll ich sagen? Er ist jetzt praktisch mit mir durch die Wanderhölle gegangen und ich habe ihn getestet. Wir hatten jeden Tag fast 36 Grad Sonne und blauen Himmel, also war top Wetter. Und sehr heiß, auch fürs Wandern, wenn man das weiß, am Gardasee sind viele Wanderungen auch immer oft in der prallen Sonne, also es war sehr warm. Was ich dachte mir, wenn es sehr warm wird, wie wird es sein mit dieser Airspray-Platte hier hinten, wie wird der Rücken schwitzen, also wie angenehm ist es mit dieser Platte? Und ich muss sagen, also klar, bei dieser Temperatur schwitzt man immer, egal was man hinten drauf hat für den Rucksack. Geschwitzt war das T-Shirt auch, also es war nass, klar, aber es war sehr angenehm zu tragen und ja, ich habe nicht so das Gefühl gehabt, irgendwie es klebt hinten was. Aber das fand ich, hat mich positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht. Was dann noch aufgefallen ist bei dem Rucksack, also positiv vor allen Dingen, ist die Öffnung. Und zwar, die Öffnung ist nämlich ganz anders. Der Deckel von dem Rucksack, also dem Toploader, ist ja immer so, dass wenn ich den aufmache vorne rum, ich nehme den Deckel und tue den an den Körper ran. Das heißt, der Deckel liegt immer hier an meinem Kinn oder auf der Brust und fällt immer wieder runter, wenn ich da irgendwas rumkram. Bei dem ist es aber genau andersrum. Das heißt, ich mache den nicht so auf, sondern, ups, wo ist er hier? Ich mache ihn hinten rum auf, ja, und dann fällt der Deckel nach vorne. So, ihr seht jetzt schon hier, ich habe das jetzt einfach mal so pro forma gefüllt mit einer Jacke. Ich kann ganz schnell irgendwie hier rankommen und kann es auch wieder so stopfen. Das heißt, ich habe meine Sachen immer schön griffbereit und dieser Deckel fliegt mir irgendwie nicht dauernd rum und versperrt mir die Sicht.
Ja, und fand das sehr gut. Nach 2 Wochen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer noch nicht umgewöhnt. Also ich probiere immer andersrum, aber ich finde das echt top. Und dann war ich noch in Verona beim Sightseeing und hatte hinten auch die Kamera drin und auch die Drohne, weil wir noch woanders waren. Und hat mir so gedacht, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn der hinten oben aufgeht. Weil wenn so Diebe hinten dran gehen würden, die haben es ja viel schwerer, weil es hinten über das Genick praktisch bei mir gehen würde und kommt gar nicht so leicht ran. Also das fand ich irgendwie eine super Kleinigkeit an dem ganzen Rucksack, die ich so noch nicht kannte und bin eigentlich von dieser Öffnung super begeistert. Ansonsten, er hat super gepasst. Ich brauchte nie den Brustgurt zu machen, bei den Temperaturen war es eigentlich immer ganz angenehm. Denn wenn ich ihn so getragen habe, also oft mache ich ihn halt zu, damit die Schultergurte nicht abrutschen. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Aber bei dem konnte ich immer so laufen, es ist nichts verrutscht und war echt klasse und war dann auch ein bisschen luftiger hin. Also ich fand es echt super. Kleines kurzes Fazit von mir. Ja, ich finde ihn super gut. Die Größe ist perfekt. Man kann auch 2 Tage auf eine Hüttentour gehen. Also er ist groß genug. Ich glaube, mein kleiner Schlafsack passt da locker rein. Hüttenschlafsack passt sowieso rein. Der ist nur so groß. Und für 2 Tage vielleicht auch, oder ja, 2 Tage oder sogar 2 Übernachtungen, kann ich mir gut vorstellen, würde ich damit auskommen. Beim Wandern. Mit den Stöcken habe ich nicht probiert, weil hatte keine mit. Ja, also im Großen und Ganzen, ich war zufrieden mit ihnen und für einen Wanderrucksack top, meine Empfehlung, Talon 36, es gibt ihn auch noch in verschiedenen Größen, einfach nach euren Bedürfnissen einfach mal gucken, was man braucht. Ich habe mich für die Größe entschieden und bin damit glücklich, weil ich alles halt reinbekomme und dann noch sogar noch Platz habe. Also ja, für mich war es ein top Ding. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch macht oder abonniert gleich den Kanal. Ab und an kommt mal ein Produkttest. Meistens sind es irgendwelche Reisevideos, wenn ich unterwegs bin. Und würde mich freuen, euch wieder hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen und ja, ein Abonnent oder einen Daumen hoch zu sehen. Damit verabschiede ich mich und bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es war ein bisschen kurzweilig und wünsche euch noch einen schönen Abend oder eine schöne Woche. Und wir sehen uns. Bis demnächst.